Besitzer der Ferienwohnungen und Ferienhäuser in der Landeshauptstadt müssen ab sofort richtig aufpassen. In einer Pressekonferenz am Donnerstag hat der Amtsleiter für die Stadtentwicklung Günter Reinkober die neueste Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft und Bau erklärt. Demnach sind alle Ferienwohnungen und Häuser in der Innenstadt grundsätzlich gesetzeswidrig. Es sei denn, in Einzelfällen liegt eine gesonderte Genehmigung vor. Die Feriendomizile außerhalb des Innenstadtbereichs dürfen ausschließlich in den ausgewiesenen Gebieten liegen. Immerhin, die Stadt drückt ein Auge zu und zeigt sich gesprächsbereit. Doch wie lange noch? Es haben sich in den letzten 25 Jahren Ferienwohnungen auch in allgemeinen Wohngebieten oder Mischgebieten hier im Innenstadtbereich gebildet. Das heißt, es gibt durchaus Einzelgenehmigungen für solche Ferienwohnungen oder auch Ferienhäuser. Es gibt aber eine zurückhaltende Genehmigungspraxis in den letzten Jahren, weil es durchaus mal zu Problemen gekommen ist. Und in den Fällen, wo wir zurückhaltend sind, denke ich mal, ist das auch entsprechend gerechtfertigt. Beschwerden der Nachbarn über den Lärm in den Ferienwohnungen und Häusern kann der Grund sein, diese bedingungslos zu untersagen. Apropos, Bootshäuser dürfen an die Feriengäste überhaupt nicht vermietet werden, betonte Günter Reinkober.